Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir eine UV-Lampe bekommen und wissen jetzt, was verschlüsselt auf der Mona Lisa steht. Allerdings sind wir gerade erst dabei, das zu entschlüsseln. Und ja, man bekommt keinerlei Hinweise, was ich irgendwie ein bisschen sehr schade finde. Also da steht zwar, dass man sich Hinweise holen kann. Das E war ein Hinweis, darauf bin ich allerdings schon selber gekommen. Ich bin stolz auf mich, ich klopfe mir mal auf die Schulter. Und der Hinweis, dass dieses Wort hier eine heißt, hat uns Sophie gegeben. Und ich habe jetzt ein bisschen überlegt und denke, dass das hier vielleicht Frau heißen könnte. Man kann es ja mal ausprobieren, mehr als falsch sein kann es ja nicht. Ja. Eine Frau. Nee. Ja, so viele Wörter mit Dings mit vier Buchstaben gibt es jetzt aber auch nicht mehr, ne? Ja, das heißt in. Also Frau ist schon mal falsch. Ja, Feinde kann es auch schon nicht sein, weil das N ja... Also es wird ja schon mal ein zusammenhängender Satz sein. Wie oft ist das da? Vielleicht, weil dieser Buchstabe hier für das E, der sah auch ähnlich aus wie das E. Dann würde ich jetzt nochmal raten, dass das hier das R sein könnte. Das könnte dann ein verdrehtes B sein. Ja, Erbe. Das wäre dann Embe, wenn man wirklich nach diesen Buchstaben hier gehen würde. Ja, und Erbe kann es auch schon nicht sein, liebe Noxi, weil das RE dann dastehen müsste. Ach Gott, ich kann sowas doch nicht. Ich wusste, dass das eine Katastrophe wird mit den Rätseln. Ja. Es kann auch nicht sein, dass das R nur zweimal vorkommt. Also wieder weg damit. Der Buchstabe ist auf jeden Fall doppelt. Das heißt, es könnte ein S sein, weil S's sind ja meist doppelt. S's. Das war jetzt auch schön. Ich wollte halt nicht SS sagen. Ja, oder ein M könnte es natürlich auch noch sein. Aber, ja. IE. In. Ach Gott. Das wird jetzt eingeraten. Und ich verspreche euch, das dauert den ganzen Part. Wenn nicht sogar noch länger. Ja. Triebe in. Warum heißt das nicht ein? Ans. Ans könnte das heißen. Aber es ist halt die Frage, ob die dann diese Abkürzung verwenden würden. An es. Mach das S nochmal weg da. Weg. Du sollst das S sein. Ans. Ach. Was kann das denn noch sein? Ein Wort mit drei Buchstaben, wo ein N in der Mitte steht. Also ein ist es nicht. Ich schreibe jetzt mal gerade was auf. Ist es nicht. Ja, da steht auch kein N in der Mitte. ans ist es auch nicht. Ans. Ins. Ja, ins ist es auch nicht, weil das I schon weg ist. Ja, end hätte sein können, aber ist ja leider auf Deutsch die Botschaft. Also fliegt das auch raus. So, Sophie, nee, das passt da auch nicht hin.
eine. Ist irgendwo ein I am Ende? Nein, ne? Weil sonst hätte man ja wirklich mal sagen können, dass... Das ist richtig, außer das S. Eine. Na, Geheimnis passt auch nicht. Dass da so wenige I's drinne sind, dass das ist... Der Buchstabe ist nur einmal da, zweimal, viermal. Na. Der ist auch wieder öfter da. Wenn das ein S wäre, dann... Ja. Ich versuche gerade einfach ein bisschen. Wahrscheinlich total bescheuert. Marie passt nicht. Ein. Ja, ein. Ich weiß, dass das nicht passt. Und wie gesagt, das verwirrt mich, dass da dieses N in der Mitte ist. Es kann doch nicht so schwer sein, ein Wort mit drei Buchstaben zu finden, wo ein N in der Mitte ist. Also mit S kann das schon mal nicht sein. Und könnte das aber heißen. Und. Und. Aber das U. Umi. Uri. Kannst du dazu vielleicht mal was sagen? Kapiere ich nicht. Sehen Sie noch mehr? Bei diesem Wort sind das erste und das letzte Symbol identisch. Wahrscheinlich das Wort eine. Ja, also ist es und dann wahrscheinlich auch nicht. Weil das ergibt dann da keinen Sinn. Sind aber die einzigen, also A, I, U, das sind eigentlich die einzigen Buchstaben, die vor dem N im Deutschen einen Sinn ergeben. Also praktisch die Vokale, also A, E, I, O, U. I und E sind schon vergeben. Und O, was soll das mit O sein? Und? Und, ja, One kann es nicht sein. Mal wieder, weil es ja in Deutsch ist. Ja, da ergeben nur die Vokale uns. Uns könnte das noch heißen. Uns. Das U da stört mich. Also und uns kommen mal in die engere Wahl. In. Ja, Paris bringt. Das ist auch Quatsch. Frankreich geht auch nicht. Ich gehe ja so ein bisschen die Geschichte durch. Das kann es auch nicht sein. Das muss das U sein, weil das I ist weg. Mit O fällt mir auf die Schnelle gerade kein Wort ein, wo O, N und dann noch ein dritter Buchstabe. Und
Also es muss das U sein. Aber welches Wort fängt so komisch an? U. Obwohl ich eher denke, dass es UND sein wird. Kann das denn wahr sein, dass man nur so wenige Hinweise dazu bekommt? Jetzt sieht das so aus, als würde das mit den Buchstaben grob ergeben. Eine was denn? Finde eine Lösung für dieses tolle Rätsel, wo ich jetzt ganz ehrlich schon sagen muss, also, ja, was sagt denn hier die... Ja, also es sind jetzt mittlerweile schon 11 Minuten vergangen. Und ich habe immer noch keine Ahnung, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, ich weiß es nicht. Soll ich das rausschneiden, wie ich auf die Lösung gucke, beziehungsweise wie ich nachgucke? Oder, also ich muss ehrlich gestehen, mir fehlt auch gerade der Anreiz, irgendwie da gerade wirklich zu rätseln. Ich weiß, das ist der Sinn des Spieles und davon wird es noch mehr geben. Aber bei so wenigen Hinweisen, dass man einfach da diese Dinger da vor die Nase geknallt kriegt und sagt, ja so, mach mal, wir geben dir zwei Hinweise, E und das Wort eine, und den Rest findest du gefälligst selber raus. Nö, also muss ich ehrlich sagen, finde ich kacke, ne? Und deswegen werde ich jetzt hier einen Schnitt machen und ich werde noch eine Zigarettenlänge selber versuchen, mir was zu überlegen. Und wenn ich dann nicht auf eine Lösung komme, dann gucke ich ganz ehrlich nach. So, jetzt weiß ich zwar die Lösung, allerdings bin ich etwas genervt. Denn selber überlegt, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht mehr, weil mich das doch etwas genervt hat. Ja, und um aus dem Spiel wieder rauszugehen, benutzt man ja die Windows-Taste. Und dieses Spiel hat leider die Angewohnheit, dabei abzuschmieren. Und deswegen durfte ich dann schon wieder bis hierhin spielen. Also, nein, das war falsch. Deswegen, ja... Die Lösung ist, also das erste Wort ist Leonardo, da hätte man noch drauf kommen können, gebe ich zu. Legte eine Spur. Gut, das sieht natürlich aus wie ein P, da könnte man drauf kommen. U. Zwischen Bacchus und irgendwas. Die werden das ja jetzt bestimmt nochmal sagen. Bacchus und Uriel? Bacchus ist der Gott des Weins und Uriel ist ein Engel, wenn ich mich nicht täusche. In der Grand Galerie hängt ein Gemälde von Bacchus und Uriel ist in Da Vincis Felsengrotten-Madonna zu sehen, die ebenfalls da drin hängen müsste. Kommen Sie! Robert Langdon, Sie sind verhaftet! Halt, halt! Robert ist unschuldig. Er hat Sonia nicht umgebracht. Agentin Neveu, unschuldig oder nicht, ich habe den Befehl, Robert Langdon sofort festzunehmen. Ich kann nicht ins Gefängnis, bis Sophie und ich den wirklichen Mörder gefunden haben. Sie arbeiten zusammen? Robert, Vorsicht! Was hat Schiefer? Au! Lass das. Gewinnt. Ja, ja, das hatten wir schon. Ja, ja, mach doch. Ich würde gern kämpfen. Gehen Sie weg von ihm! Genau da bleiben! Warum hast du mir jetzt geholfen, bitte? Hol mich hier raus! Ja, ja. Ja, ja, ist doch gut. Mach doch. Ja, ja. Ihr müsst das jetzt nicht... Ach so, ich weiß, warum die das jetzt wieder erklären, weil ich das eben nicht gebraucht habe gegen... Geben Sie endlich auf. ...gegen den anderen Typen. Da hat nämlich der Tarnangriff mal geklappt. Naja gut, wenn man es einmal raus hat, dann geht's. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen weh zu tun. Geht der auch mal K.O., dieser Mensch? Schon wieder.
Das wird schon wieder. Also der ganze Satz war, das haben die jetzt natürlich nicht nochmal gesagt, Leonardo legte eine Spur zwischen Bacchus und Uriel in Positur. Wer bitteschön kommt da drauf ohne irgendwelche Hinweise? Klar, man hätte jetzt wild durcheinander probieren können, aber sorry, dafür bin ich irgendwie zu doof. Saturnkugel. Wir haben was gefunden. Sonst hast du nix. Hilft die uns irgendwie, diese Saturnkugel? Möchtest du dazu nichts sagen? Kunst. Mona Lisa. Können wir auch noch gerade lesen. Die Mona Lisa, die auf Italienisch... Das werde ich mich hüten vorzulesen, weil ich kein Italienisch kann. Die Heitere heißt, gehört zu den berühmtesten Gemälden der Welt. Obwohl das Bild weder signiert noch datiert ist, wird allgemein angenommen, dass es sich um ein Werk von Leonardo da Vinci handelt. 1503 begonnen und einige Jahre später vollendet, handelt es sich um ein Ölgemälde auf Pappelholz von einer sitzenden Frau, die nach der Mode des 16. Jahrhunderts gekleidet ist. In seiner Biografie der Renaissance-Künstler von 1550 behauptete Giorgio Vasari, das Modell sei Lisa Grenardini gewesen, die dritte Ehefrau des Seidenhändlers. Oh Gott, nee, leck mich doch am Arsch. Auf jeden Fall die dritte Frau vom Seidenhändler. 2004 wies Giuseppe Palanti nach, dass Da Vincis Familie in enger Verbindung zur Familie Giocondo stand und die abgebildete Frau tatsächlich diese Lisa da sein könnte. Vor kurzem führte Dr. Lilian Schwarz von den Laboratorien eine digitale Analyse von Leonardos Abbild und dem auf dem Gemälde durch, um ihre Theorie zu beweisen, nach der das Gesicht in Wirklichkeit ein Selbstporträt Leonardo da Vincis ist. Okay, war der eine Frau oder was? Der französische König Franz I. kaufte das Gemälde 1516 für 4000 Ecus. Und nach der Revolution wurde das Bild 1793 in das neue zentrale Kunstmuseum im Louvre überführt. Napoleon hängte es in seinem Schlafzimmer auf, aber nach seiner Verbannung 1804 wurde es in den Louvre zurückgebracht. Vincenzo Perugia, der meinte, das Bild gehöre Italien, stahl es 1911. Es wurde 2 Jahre später in Florenz wieder entdeckt, als Perugia versuchte, das Kunstwerk an die Uffizien zu verkaufen. Während des Deutsch-Französischen Krieges und auch im Zweiten Weltkrieg wurde das Bild abgehängt und versteckt, bevor es dann wieder in den Louvre zurückkehrte. Heute wird es von einem Container von 4 Metern mal 2,5 Metern aus kugelsicherem Glas geschützt. Ein Geschenk der Japaner. Durch eine eingebaute Klimaanlage wird die Temperatur darin konstant bei 20 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit bei 55% gehalten. Ja gut, man kann es auch übertreiben, ne? Ja. Also zu den Rätseln werde ich mich im nächsten Part noch äußern, denn auch dieser Part hier ist schon wieder zu Ende, das geht immer so schnell. Deswegen später mehr dazu.